Ja, willkommen zum Freifunk-Vortrag. Ich habe eben schon gehört, dass wir so ein paar Leute haben, die nicht so genau wissen, wie das funktioniert oder was das ist. Und das heißt, ich bin Daniel, das ist Mike, dann gibt es Christian noch, Ruben und Sven kommen gleich noch, werden euch dann mal so ein bisschen motivieren, was das eigentlich ist. Und dann gehen wir über zu dem Jahresrückblick dieses Jahr. So, naja, was ist Freifunk? Beziehungsweise, warum braucht man das? Wir leben ja mittlerweile in einer digitalen Gesellschaft, das heißt, und in einer Wissensgesellschaft. Und wir kommunizieren halt permanent irgendwie alle miteinander und tauschen Informationen aus und rufen Wissen ab. Und naja, irgendwie sind wir alle so ein bisschen abhängig davon, dass es immer jemanden gibt, der uns diese Möglichkeiten dazu gibt. Also wir geben wahrscheinlich alle irgendeiner Firma jeden Monat Geld, damit die uns halt mit Kommunikationsdiensten versorgen. Und diese Kommunikationsdienste laufen dann meistens so, dass man halt irgendeine Verbindung bekommt und dann halt immer übers Internet oder über irgendwelche kommerziell betriebenen Infrastrukturen halt die Daten laufen, bis sie dann bei dem Menschen, der quasi vielleicht sogar direkt neben mir steht, ankommen. So, wir kennen alle WLAN. WLAN ist halt toll, kannst du dich irgendwie mit zwei Rechnern oder so reinsetzen und direkt Daten austauschen. Aber WLAN ist halt erstmal ein bisschen beschränkt, weil man ist ja irgendwie nur von diesem einen kleinen Access Point abhängig und nur in dessen Umgebung kann man halt WLAN nutzen. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, man kann ja ganz viele APs aufstellen und irgendwie, naja, kennt man wahrscheinlich auch schon mal aus größeren WLAN-Installationen, wenn man dann mit einem Gerät rumrennt, dann hüpft das Gerät halt immer zum nächsten Access Point und naja. Aber diese Netze haben halt auch alle einen Backbone in irgendeiner Art und Weise, wo die dann halt drüber kommunizieren. Und das haben zwei APs, die einfach nebeneinander stehen, erstmal ja per se nicht. Und im Freifunk ist die Idee, wir bauen Mesh-Netzwerke auf. Das heißt, wir spielen die Firmware, die auf den Routern ist, also die Software, die auf den Routern läuft, über mit einer eigen entwickelten Firmware. Das ist natürlich alles Open Source, kann man sich alles angucken. Und das ermöglicht diesen Knoten, nennen wir sie dann, miteinander direkt Daten auszutauschen. Das heißt, wenn ich meinen Client hier irgendwie an diesem Knoten habe, also der schwarze mit dem schwarzen WLAN-Ring umrum, den Client hier habe und ich habe irgendeinen Freund, der hängt hier, dann können die ja erstmal nicht miteinander. Aber wenn ich einen Mittelpunkt habe, also einen weiteren Knoten in der Mitte habe, sodass die APs sich selber über diesen Knoten sehen können, dann sorgt diese Mesh-Verbindung dafür, dass meine Daten von hier bis zu meinem Freund hier hinten rüber transportiert wird. So, also man erweitert das Netz mit jedem Knoten, den man aufstellt. Das ist so ein bisschen die Basisidee von der Freifunk. Was haben wir dadurch? Dadurch haben wir eine Infrastruktur, die wir gerade selber aufgebaut haben. Genau. Und das kann man halt beliebig skalieren. Hier ist ein Bild, das ist schon ein bisschen älter tatsächlich. Also es gibt mittlerweile viel mehr Knoten, die in dieser Umgebung sind. Das ist aus der WEEK. Und hier sieht man die Knoten. Die kleinen roten Flecken hier sind Clients, die an den Knoten hängen und die Mesh-Verbindungen zwischen diesen Knoten. Das heißt, wenn hier ein Client mit einem Client da hinten reden will, dann schickt er seine Daten einfach an deinen lokalen Knoten und naja, durch die Infrastruktur des Mesh-Netzwerks werden die Daten dann halt entsprechend einfach weitergereicht, sodass die halt wieder miteinander kommunizieren können. So, und diese Infrastruktur, die ist natürlich erstmal kein Selbstzweck. Also wir können natürlich schön miteinander kommunizieren, aber was viele, viele von uns nutzen wollen, ist halt Zugang zum internationalen Datennetz. So, und naja, wir wissen, dass alle jemandem anders in Deutschland mal eben Internetanschluss freigeben, ist halt immer so ein bisschen. Da haben wir uns dann ein bisschen Trickserei überlegt. Und zwar haben wir quasi im Internet wiederum Knoten, also Server, die den Traffic quasi von bereitgestellten Uplinks entgegennehmen und ihn dann halt entweder per VPN irgendwo hinschicken, wo das rechtlich nicht so kritisch ist, oder den Traffic halt an diesem Server ausleiten. Das heißt, der Netzwerkverkehr, den die eigenen Clients dann produzieren, also der Freund oder der Nachbar, der vorbeikommt, oder die Touristen, die in der Stadt unterwegs sind, oder aber auch Leute, die sich vielleicht selber gar keinen Internetanschluss leisten können. Dieser Traffic fällt nicht zu Hause aus dem bereitgestellten Uplink raus, sondern fällt quasi aus diesem Server raus, beziehungsweise aus der VPN-Verbindung dahinter. Und dadurch ist
die natürlich diese Verbindung zu dem Hausanschluss erstmal nicht mehr herstellbar. Das ist natürlich eine technische Lösung für ein soziales Problem. Aber bis die Politik da irgendwie mal so ein bisschen mehr in die Richtung gekommen ist, dass man ohne Probleme zu Hause mal seinen Internetanschluss für andere bereitstellen kann, muss man leider solche technischen Umwege nehmen. Wobei es ja mittlerweile auch... Ja, es wird besser. Kommen wir nachher noch in den anderen wird besser, Folien. Genau. Ja. Genau. Genau, das funktioniert. Also hier extra Punkt in der Folie. Sieht ansonsten genauso aus wie die zwei vorher. Das funktioniert natürlich nur, so ein Mesh-Netzwerk aufzubauen, wenn sich alle an Spielregeln halten. So. Die Spielregeln sind halt im Endeffekt so, wie sie auch in jedem Telekommunikationsgesetz mittlerweile oder stehen, plus ein paar Erweiterungen. Man reicht die Daten weiter, ohne sie zu verändern. Man erhebt keine Gebühren dafür. Das steht nicht im Telekommunikationsgesetz, dafür, dass man die Daten weiterreicht. Und so ein paar Regeln untereinander, naja, es gibt halt keine Garantie auf den Service. Wenn ich einen kommerziellen Betrieb betreibe und jemand mietet bei mir halt quasi den Zugang, dann verspreche ich ihm quasi, dass dieser Zugang da ist. Diese Versprechen geben wir uns halt quasi nicht. Wir sorgen halt alle nur im Maße unseres Möglichen, dass diese Infrastruktur halt weiterhin besteht und auch funktioniert. Genau. Ist halt best effort, wie hier auch so schön formuliert sind. Da gibt es ein nettes Dokument, das haben sich mal ein paar Leute in den 90ern ausgedacht, die damit angefangen haben. Das nennt sich das Peer-to-Peering Agreement und das halt auch alles nochmal genauer formuliert, wie die Regeln alle sind. Genau. TMG hatte ich ja eben schon erwähnt. Betrifft halt, die beiden Paragraphen betreffen halt den Kenntnisgewinn von nicht an einen direkt gerichtete Kommunikation. Und da steht halt so viel drin, wie wenn man Kenntnisgewinn über nicht an einen gerichtete Kommunikation erlangt, dann hat man die gefälligst zu vergessen und mit niemandem darüber zu reden. Genau, das ist der Foliensatz. Gibt es dazu jetzt noch Fragen? Ja. Das war soweit jetzt erstmal der Bericht über die Einführung des so ein bisschen technischen. Hat denn jemand jetzt noch zu den technischen Fragen? Oder zu den technischen Sachen jetzt noch eine Frage konkret? Eine Sache. Was ist, wenn jetzt jemand von den Nutzern draußen über diesen Anschluss extrem saugt, sodass der Anschluss praktisch nicht mehr nutzbar ist? Ah ja, das ist natürlich auch immer das ist eine gute Frage, ja. Naja. Wir hatten ja gesagt, es gibt Leute, die halt Uplink bereitstellen, also ihre Internetverbindung quasi mit anderen dann teilen über diesen Freifunkknoten. Da können wir ja nochmal genau eingehen. Das funktioniert halt quasi so, dass man halt so ein WLAN-AP hat, wie Sven ihn ja gerade mal hochhalten könnte. Genau. Der wird dann halt genau wie die anderen Knoten halt auch mit dieser speziellen Firmware konfiguriert. Und den schließt man dann zu Hause ans eigene LAN an. Und zwar mit dem WAN-Port. Und der baut dann halt eine VPN-Verbindung auf. Jetzt kann es natürlich sein, dass die ganzen Clients, die an diesen Knoten oder einen durch die lokale Wolke erreichbaren Knoten irgendwie super viel Traffic produzieren, der dann über das eigene Internet rausgeht oder wieder reinkommt und man selber quasi sein Netz nicht mehr benutzen kann. Und dafür haben wir in der Software halt ein spezielles Konfigurationsflag, wo man dann sagen kann, ja, ich möchte hier teilen, aber nur so und so viel meiner Bandbreite. Dann kann man halt sagen, okay, ich habe hier 16 Mbit DSL, davon spende ich 6 und irgendwie maximal. Und irgendwie die Hälfte meines Uplinks und dann stelle ich das einmal ein und erhält sich dann halt daran. Sodass, wenn jetzt jemand, beziehungsweise ein Client aus dieser Wolke, versucht halt ganz viele Daten zu beziehen, kriegt er halt maximal diese 6 Mbit durch. Und man kann halt den Anschluss weiterhin zu Hause zuverlässig und ohne Beeinträchtigung nutzen. Weitere Fragen zu dem technischen Aspekt? Okay. Offensichtlich nicht. Dann gehen wir einfach mal weiter. Jahresrückblick für Kiel. Genau. Das ist der Jahresrückblick. Hallo, willkommen zum Jahresrückblick von Freifunk für 2016 und 2017. Genau, wir fangen einfach mal mit Kiel an. Wir werden gleich noch ein bisschen was über Nord hören. Ja.
Und anschließend haben wir dann noch den Sven, der uns dann praktisch genau. nochmal eine Installation auf einem Knoten vorstellt, sodass wir dann praktisch da auch nochmal ein bisschen hands-on kriegen, wie das dann letztendlich nachher auch dann in der Realität aussieht, wie man das machen kann. Oder wie man einsteigen kann, besser gesagt. Auch einsteigen kann. Ja, achso, die wollten wir ja ganz schnell vorspulen. So, also man sieht, wir haben uns so ein bisschen vergrößert in den letzten Jahren, von 2012, wo wir so 14 Knoten hatten. Naja, was sich dann so im Laufe des Jahres so auf 40 Knoten vergrößerte, das war schon so ein Wow-Moment für uns. Bis zum letzten Jahr, ungefähr zur selben Zeit, wo wir dann insgesamt 317 Knoten im Netz gezählt haben. Also Knoten im Sinne von Access Points, die das Netz vergrößern. Und naja, die Community war nicht untätig. Das sind nochmal bummelig 60 mehr geworden. Na, nicht ganz, 50 ein paar zerquetschte. Genau, was daran interessant ist, wir haben bummelig 50 mehr Knoten, aber nur 90 mehr Nutzer, die wir regelmäßig in den Peaks am Tag sehen. Also für jeden Knoten, der dazugekommen ist, könnte man sagen, gibt es mindestens also so ungefähr 2 Leute, die den dann wirklich auch nutzen. Ja, es gibt auch irgendwie diese Erscheinung, dass irgendwie sehr viele von den Knoten, die jemals eingerichtet worden sind, halt auch dann auch wieder auf der Bildfläche verschwinden. Das ist auch irgendwie community-übergreifend. Also in Lübeck und in Hamburg ist es so ein ähnlicher Effekt. Also bundesweit, dass sehr viele Knoten aufgestellt werden, die dann aber dann irgendwie im relativ kurzen Zeitraum auch dann einfach wieder verschwinden. Ja, also so eine Faustregel ist, jeder zweite Knoten, der aufgestellt wird, verschwindet irgendwann wieder. Also beziehungsweise irgendwann innerhalb von eines Jahres wieder. Das heißt, von den 50 irgendwas Knoten, die wir dieses Jahr dazugefunden haben, haben wir eigentlich wahrscheinlich 100 Knoten gehabt und die 50 sind halt diejenigen, die es überlebt haben bis jetzt. Ja, die sich dran. Aber das sind auch manchmal ganz banale Gründe. Also, naja, wir haben das ja alle nicht so gut wie hier, wo überall die Steckdosenleisten auf dem Tisch rumliegen, sondern zu Hause gibt es dann halt die Steckdosenleisten im Flur, wo der Freifunkrouter dran klebt oder der am Fenster. Und naja, dann muss man halt staubsaugen und dann wird es mal eben schnell rausgezogen und dann hat man danach auch irgendwie nochmal schnell was anderes zu tun und dann bleibt er halt ausgestöpselt. Und wenn man das dann selber mehr oder minder nur für die Nachbarn oder die eigenen Gäste betreibt, dann fällt es wahrscheinlich erst auf, wenn der nächste Kumpel zum Bier vorbeigekommen ist. So, ganz banale Gründe, also wenn man wirklich zuverlässig irgendwie dieses Netz, also beziehungsweise wenn man ein verlässliches Netz mit aufbauen will, dann sollte man die extra größere Steckdosenleiste mit einplanen. Wobei man auch dazu sagen muss, das Teilen ist natürlich eine schwierige Situation. Wenn man dann also selber dann vielleicht mal irgendwie so ein bisschen rumguckt und dann wie einige Access Points sich dann so nennen, wie kauft ihr dein eigenes, ist natürlich die Implementation natürlich im Freifunk, das ist natürlich eine ganz andere Richtung und ja, Teilen ist halt schwierig, ne? Ja, Teilen ist schwierig, ja. Ja. Genau. Signifikante Standorte. Signifikante Standorte. Ich gucke so ein bisschen auf. Naja. Wir sind ja faul. Das heißt, wir kopieren diese Folien immer jedes Jahr. Und dementsprechend fügen wir dann interessante Teile da wieder zu. Und eigentlich wäre es schöner, wenn wir einfach mal die ganze Stadtkarte zeigen könnten. Aber irgendwie gibt es hier in dem Raum kein Netz, ne? Ja. Oder kein Freifunk beim Freifunkvortrag. Falscher Raum. Es gibt überhaupt kein Netz. Ja. Also das ist, das ist... Wie dem auch sei, also es gibt eine nette Liste hier von sehr netten Plätzen. Letztes Jahr stand da der Bahnhof noch mit drauf. Der Kollege, der das betreibt, ist leider umgezogen. Ja. Und betreibt jetzt halt keinen Knoten mehr am Bahnhof. Also wenn ihr am Bahnhof oder in der Nähe wohnt und wieder gerne an den Bushaltestellen vor dem Bahnhof Freifunk haben wollt, melden, wir helfen euch gerne beim Aufbau von so einem Setup. also sind so ein paar kleinere Örtlichkeiten hinzugekommen. Garebs war letztes Jahr zum Beispiel nicht dabei. Ja. Aber wie gesagt, wir haben... Vinita-Platz hat auch sehr viel Ausbaustufen hinter sich gebracht. Da gab es halt doch sehr viel Bemühungen, das also auch irgendwie besser zu kanalisieren und auch stabiler auszubauen. Und dieses Garibs, also wir konnten auch einige aus anderen Kulturkreisen dazu gewinnen und so. Das ist natürlich auch irgendwie eine tolle Sache. Ne? Genau. Könnt ihr kurz was dazu sagen? Was sind die Haupthemmnisse, wenn ihr jemanden ansprecht, einen Freifunkknoten zu betreiben? Warum er es dann doch nicht macht? Ich mache das Ganze für Schlaumann und kriege also so aus den
Kneipen, Gastronomie etc. Also sehr, sehr verhalten. Das Haupthemmnis ist wahrscheinlich das Verständnis, dass die Leute technisch sich aus der Störerhaftung rausmogeln. Und sind natürlich auch gerne mal Sicherheitsbedenken. So, okay, ich schließe hier irgendwas an mein Netz an. Ja, oftmals ist es, glaube ich, aber eher so der Unwille, irgendwie etwas für seine Nachbarn zu tun. Vielleicht darf ich da noch was dazu anfügen. Auch ein Grund ist, zumindest in Kiel, also die Kneipen, die da jetzt zum Beispiel auch beim Café Godo, das ist eine Kneipengegend, das ist so im Ravensberger Raum. Ja. Da gibt es ja viele Kneipen. Und die meisten Kneipen würde sagen, wieso, ich habe doch schon einen Internetzugang. Und TNG oder was weiß ich, oder Versafel oder wie auch immer, oder Telekom. Ja. Warum braucht man nicht noch einen zusätzlichen Internetzugang? Ja, also das kommt, man kommt, die Einwände ist, warum sollte ich teilen, was ich schon was für mich habe? Ja, da sind wir wieder mit dem Teil. Ja, aber der effiziente Grund, dass Freifunk halt im Gegensatz zu diesen ganzen Hotspot-Netzen barrierenfrei ist und nicht kaputte Netze ausliefert, interessiert den normal Sterblichen. Also den Endanwender. Den Endanwender halt meistens nicht. Oder den technisch nicht versierten. Also. Ja. Naja, bei Kneipen muss man halt unterscheiden zwischen Kneipen, die viel Platz für ihre Gäste haben, also die viele Tische haben, oder Kneipen, wo die immer randvoll sind und die hoffen, dass die Gäste schnell gehen, damit neue Gäste reinkommen. Solche letzteren Kneipen, die haben natürlich kein Interesse daran, dass sie freies WLAN anbieten, weil die Gäste dann tendenziell länger bleiben, ohne mehr zu verzehren, ohne wesentlich mehr zu verzehren. Vielleicht ist das auch noch ein Grund, ne? Das heißt, man muss sich halt eher so die Gaststätten raussuchen, die genug Platz haben, wo sie froh sind, wenn die Plätze alle besetzt sind und die Leute dann vielleicht auch noch einen Kaffee trinken. Genau. So, ich hatte das bei der Einführung schon erwähnt. Es gibt da halt Systeme, die wir im Netz betreiben, die halt unter anderem den Internetübergang machen, aber nicht nur den Internetübergang, sondern halt auch diese ganzen Meshwolken, die da entstehen, zusammenhalten. Und ja, da hat es natürlich wie jedes Jahr so ein paar Veränderungen gegeben. Wir haben einen Gateway wieder verloren, weil der Kollege aus zeitlichen Gründen ausgestiegen ist, aus der größeren Gruppe, die sich halt darum bemüht und den Server dann halt auch aus dem Pool gezogen hat. Aber wir haben halt auch zwei weitere Gateways dazu bekommen, die jetzt halt diese Lücke wieder füllen können. Wir momentan mit 6 Gateways eigentlich genau. Gut in die Kiel ausgerüstet sind, um die Knoten auch ordentlich zu versorgen. Genau. So. Also wo es halt eher dran hapert, sind halt Leute, die halt ihren Internetzugang für Uplink zur Verfügung stellen. Also da haben wir so Inseln wie zum Beispiel das Unrat. Und beim Unrat um die Ecke, also ich glaube Franzosenviertel heißt das. Und da gibt es halt aktuell genau einen Uplink für bummelig 30 Knoten. Ja. So, und das ist natürlich schade. Also das reicht, um Twitter zu lesen oder sich mal das Wetter anzugucken. Aber um da dann irgendwie den Leuten, die halt in sozial schwächeren Umständen leben, die sich keinen eigenen Internetanschluss leisten können, dann auch mal die Möglichkeit zu geben, irgendwie mal eine Nachrichtensendung oder so zu sehen oder mal wirklich irgendwie ein größeres Dokument zum Beispiel vom Arbeitsamt runterzuladen, das wird dann halt schon knapp. Und bei schlechtem Wetter findet man das, die Wettervorhersage dann auch eher draußen. Ja, genau. Das ist ja auch ohne Frage. Das ist noch was zu den Internetübergängen sagen. Genau. Wir haben letztes Jahr hauptsächlich über HypeMe ausgeleitet. Mittlerweile sind da 3 weitere VPN oder Anonymisierungs-VPN-Betreiber hinzugekommen, sodass wir halt den Traffic auch ein bisschen breiter fächern können. Und tatsächlich 2 unserer Gateways lassen den Traffic halt mittlerweile direkt fallen. Das ist halt eine Entscheidung gewesen, die der Gateway-Betreiber gesagt hat, ja, ich mache das für 2 Tor-Exits und ob da jetzt nur noch ein Freifunk-Gateway seinen Traffic ausleitet, das ist ja quasi dasselbe. Ja, und bisher gab es da auch noch keine großen Anforderungen irgendwie und Anfragen, von daher. Also der Kollege macht tatsächlich Abuse ordentlich
Und wenn man per HTTP auf die IP-Adressen von den Servern geht, dann kriegt man halt auch eine Info, dass es halt hier ein Exit ist, Tor-Exit, und man sich bei Biosoft bitte an die entsprechende Mail-Adresse senden soll. Und von seinen Tor-Knoten ist er halt gewohnt, dass da so 2-3 Abuse-Nachrichten das Jahr rüber kommen. Wegen den freiwilligen Exits ist da offenbar noch nichts gekommen. Also offenbar nutzen die Leute das freie Netz, was man ihnen da zur Verfügung stellt, auch sinnvoll. Unverantwortlich. Ja. Diese direkte Ausgleichung am Gateway, ist die jetzt durch die Gesetzesänderung ist das schon länger? Nein, das ist jetzt durch diese Gesetzesänderung, die Novellierung sozusagen erst irgendwie entstanden. Ja. Es war vorher schon angedacht. Es gab auch irgendwie schon immer mal so die Gespräche, auch in den Freifunktreffen, aber die wirkliche Umsetzung fand dann eigentlich wirklich dann letztendlich dann dadurch statt. Hören wir dann nachher im Freifunk Nord-Vortrag noch ein bisschen mehr. Genau. So, dann kommen wir mal so ein bisschen zu der Software, die wir auf den Knoten laufen lassen. Das ist weiterhin auf Basis von Freifunk Gluon. Wir haben letztes Jahr das Versionsschemata umgesetzt, um also ein bisschen nachvollziehbar zu machen, welche Versionen wir da jetzt eigentlich benutzen. Und zwar haben wir erst hier immer die Gluon-Version. Das ist dann irgendwie Jahreszahl, Subrelease und Point-Release bei denen. Und wir hängen halt unsere Release-Nummer einfach immer nur hinten dran. So, wir haben so ein bisschen umstrukturiert bei den Arten von Firmware, die wir da ausliefern. Also es gibt weiterhin die stabile Variante. Die ist auch in der Download-Sektion von der Webseite zu beziehen gibt. Dazu haben wir die Release Candidates eingeführt. Also das sind halt immer die Versionen, die die Gruppe der Firmwarebauer halt denkt, die als nächstes rauskommen könnte, die dann schon mal von mehr Leuten getestet werden kann. Also die ist halt quasi stabil. Und dann gibt es die Nightlies. Wenn man weiß, was man tut, dann kann man sich gerne an den Nightlies beteiligen. Die werden halt wirklich jede Nacht neu gebaut, sobald es irgendwo in einem der Repositorien, die wir da benutzen, Änderungen gibt. Also sowohl im Upstream Gluon als auch Änderungen, die wir in den Repos führen, die unsere Software quasi dann nachher definieren. Ja, gibt ein paar mehr Veröffentlichungen als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir da eine Ziffer stehen, beziehungsweise eine Versionsnummer. Dieses Jahr sind es tatsächlich 5, wenn ich mich gerade nicht verzähle. Und die 6. ist quasi gerade in Vorbereitung. Also der Release-Kandidat wird schon verteilt. Leute, die das automatisch beziehen, haben das auch schon aufgespielt. Bisher ist uns da keine Beschwerde gekommen. Und das heißt, wir werden wohl dieses Jahr dann noch den Release-Kandidat als Stable veröffentlichen. Genau, was sind da so die Änderungen? Es werden natürlich immer mehr Geräte unterstützt. Und wenn man so ein paar Jahre zurückdenkt, dann hatten wir so ein paar Geräte von TP-Link, auf die wir die Software ordentlich aufspielen konnten. Mittlerweile sind das Geräte von TP-Link, von Ubiquiti, D-Link, ein paar D-Link-Maschinen werden unterstützt. Bei D-Link ist das wahrscheinlich die bessere Software. Linksys? D-Link hatte ich gerade. Alpha, also Raspberry Pi. Ja, oh ja, Raspberry Pi. Wir unterstützen mittlerweile x86-Builds nativ, was sehr interessant ist für größere Setups, die einen zentralen Uplink-Knoten haben sollen, der ein bisschen mehr Wumms hat. Wer seinen Uplink-Knoten mal in der VirtualBox betreiben will oder so, dem können wir da mittlerweile auch mit versorgen. Also die Liste auf der Webseite wird immer länger. Ja. Also wenn man ein Gerät hat, was alphabetisch weiter unten kommt, muss man schon einen Moment scrollen. Dann natürlich Bugfixes in der Software, aktuelle Kernel-Versionen und so weiter. Also da wurde relativ viel auch von Upstream gemacht, um das A stabiler zu machen und B auch die Software an sich ein bisschen reaktiver zu machen. Wir haben zum Beispiel ja auch die neue Statusseite von den Knoten, die mittlerweile ein komplett eigenes Backend hat, was deutlich besser performt als das Informations-Backend, was wir vorher hatten. Aber das kann Sven ja dann auch nochmal alles ein bisschen zeigen, wenn wir dann hier gleich einen Knoten einrichten. Genau, was interessant ist an neuen Features, die wir eingebaut haben, beziehungsweise die vonstatten gegangen sind, ist einmal so ein Watchdog, den wir uns bei den Eulenfunk-Leuten geliehen haben und nochmal verbessert haben.
der in noch nicht gefixten, bekannten Problemen dann halt einfach mal den Stecker zieht und einen Neustart veranlasst. Also es gibt da so ein paar Fälle, die noch nicht genau untersucht sind upstream, wo die WLAN-Treiber sich zum Beispiel halb weghängen und aus dem Zustand auch leider nicht mehr rauskommen. Den können wir aber erkennen, den Zustand, und dann halt das Gerät resetten. Das sind dann immer so die Probleme, wo upstream dann gerne auch mal 3, 4, 5 Monate in irgendwelchen Debug-Logs und Trace-Dumps rumsucht, bis sie dann irgendwann kapiert haben, wo der Fehler ist. Also beziehungsweise teilweise sind die WLAN-Chips auch einfach kaputt an der Stelle. Ja, also das erkennen wir und können dann den Knoten halt wieder in einen stabilen Zustand überführen. Was noch bemerkenswert ist, ist auch der Umstieg von Ad-Hoc auf Ashman 2 FS. Ad-Hoc ist halt eine Technologie im WLAN-Stack, die halt so ein bisschen älter ist, die wir halt vorher benutzt haben, um die Vermeshing zu realisieren. Das Problem bei Ad-Hoc ist, Ad-Hoc ist nie so hundertprozentig genau spezifiziert worden. Das heißt, wenn ich mit 2 WLAN-Geräten eine Ad-Hoc-Verbindung aufbaue und die einen komplett unterschiedlichen Chipsatz haben oder die Treiber das irgendwie anders implementieren, dann funktioniert das einfach nicht. Was unter anderem halt auch die Auswahl an Geräten, die wir benutzen konnten, immer drastisch reduziert hat. So, ein 802.11s ist halt von der IEEE spezifiziertes Mesh-Protokoll, was halt ja ordentlich spezifiziert ist und von einer Vielzahl von Geräten ordentlich unterstützt wird. Und insbesondere auch von den Treibern unterstützt wird. Und vor allem, sehr interessant, man kann ein 802.11s-Netz betreiben und gleichzeitig ein APM-Master-Mode betreiben, was bei Ad-Hoc nur durch entsprechende Treiber-Hacks in den Atheros, mit den Atheros-Chipsätzen möglich war. Also deutlich besser spezifiziert, mehr Geräte unterstützt. Und wenn man sich die Background-Statistik, also die kommunizieren halt untereinander die ganzen Knoten und tauschen dann halt auch Metainformationen aus, wie das Netz gerade aussieht. Und der Traffic, den können wir halt messen, und der ist halt nach dem Umstieg signifikant nach unten gegangen. Das heißt, das Grundrauschen im Netz ist halt auch leiser geworden und dadurch steht halt einfach mehr Bandbreite für wirklich Nutzdaten zur Verfügung. Genau, dann kann man nochmal was zu den Tools sagen. Da hat sich ein bisschen was geändert. Zum einen haben wir die Karte gewechselt. Vorher gab es halt ja so eine sehr rudimentäre Software zur Darstellung des gesamten Netzwerks. Mittlerweile benutzen wir da den Mesh-Viewer. Der, ja, Hoplas heißt das mittlerweile, ja. Der die Karte sehr schick anzeigt und auch die ganzen Informationen, die wir halt über das Netz einsammeln, auch mit einbetten kann und so. Also wenn man sich das mal angucken will, mesh.freifunk.mq.de bzw. mesh.fqi, wenn man selber im Freifunk ist. Man bekommt ja dann auch über seinen eigenen Knoten eine Grafana-Anbindung, kommen wir auch gleich noch dazu. Genau. Das ist schon hübsch gemacht. Genau, wir haben weiterhin den Redmine zum Tracken von Issues. Da kann man sich anmelden und dann auch Fehler melden und die Bearbeitung dieser Fehler verfolgen. Wir haben einen Statistikdienst, grafana.freifunk.mq.de, da kann man sich dann nochmal anschauen, wie viel Traffic denn da eigentlich gerade durchs Netz fließt, beziehungsweise an den Exits ankommt. Und halt auch diese Metainformationen pro Knoten anschauen, wie viel Background-Traffic fließt da eigentlich gerade, wie viele Knoten hat er über einen Zeitraum, wie gut sieht er seine Nachbarn über einen Zeitraum. Ja. Was passiert auf den Gateways? Genau. Ein Tableau. Also, wer sich mal so ein bisschen mit den... Wer nette Grafen sehen möchte oder... Ja, nette Grafen. Wer bunte Bilder angucken will, der kann sich da... Der kann sich dort gemütlich tun. Ja. Genau. Es gibt den Knotenalarm. Das ist ein ganz lustiges Konzept, was die Hamburger entwickelt haben. Ja, man kann halt im Endeffekt irgendwo seine E-Mail-Adresse hinterlegen, sagen, diese Knoten sind meine, und immer wenn der Knoten weg ist, dann werde ich informiert. Genau, da gibt es halt eine Anmeldeseite, wo man sich dafür anmelden kann. Und dann kriegt man halt, sobald der eigene Knoten weg ist, eine Nachricht. Sehr praktisch, wenn mal das Modem vom DSL-Provider abstürzt oder man gerade gestaubsaugt hat. Genau, oder andere Gründe. Oder andere Gründe, ja. Genau. Ich hatte vorhin erwähnt, dass wir mittlerweile automatisch die Firmware bauen. Dafür gibt es einen Buildbot, der wird von der Topline zur Verfügung gestellt. Da kann man sich dann jede Nacht irgendwie die Bildstatistiken angucken, wenn einen das interessiert. Dauert übrigens nicht
gerade kurz, so ein Bau. Also 5-6 Stunden, 7, genau. 8 manchmal. Genau, je nachdem, wie frisch der Bau ist. Also wenn wir die Buildbot, das heißt nicht mehr Slaves, das heißt Worker, die Worker vom Buildbot mal resettet haben, beziehungsweise da einmal ein Cleanup gemacht haben und der die komplette Bauumgebung neu erzeugen muss, dann sind das auch gerne mal 12 bis 14 Stunden, die der da auf 16 Kernen rumrödelt, bis die Firmware dann halt wirklich fertig ist für alle Plattformen. Aber so ist es halt eben möglich, diese Nightlies zu bauen. Genau. Und da halt doch irgendwie auch eine größere Community daran zu beteiligen, halt genau. Auch irgendwie mitzuwirken. Es ist halt mittlerweile irgendwie bei der Größe, vielen Größe der unterstützten Geräten nicht mehr wirklich sinnvoll, das irgendwie selber mal auf dem Notebook auszuführen, sondern deswegen haben wir halt Infrastruktur dafür geschaffen, beziehungsweise schaffen lassen, die den Job halt zuverlässig übernehmen kann. Genau, weiterhin im Aufbau ist noch öffentliches Monitoring. Wir fahren im Hintergrund Monitoring mit Isinga, wo wir halt die ganzen Informationen über die Gateways zusammensammeln und bestimmte Knoten, die wir explizit tracken. Da gibt es aktuell noch keinen öffentlichen Zugang zu. Aber es gibt noch eine Seite, die haben wir gar nicht in der Folie, das ist der SmokePing. Ja, der SmokePing, das ist nochmal ein weiteres Werkzeug, was wir pflegen. Smokeping.freifunk.nmsk.de. Der trackt halt ein paar Knoten und recordet permanent, wie gut er die erreichen kann. Das ist manchmal ganz nett, wenn man mal die Fluktuationen sehen will, wie stabil so manche Mesh-Verbindungen vor allem sind. Also wir haben so ein paar Mesh-Verbindungen, die reflektieren über Häuserwände. Und ja, da hat uns dann irgendwann mal interessiert, wie ist denn das eigentlich? Wie gut oder schlecht funktioniert das so im Schnitt? Und naja, wenn man das selber benutzt, hat man halt immer nur so Momentaufnahmen. Und die Reflexionen kann man quasi, also die Stabilität dieses Links kann man halt quasi mit den Wetterdaten korrelieren. Sobald die Hauswand nass ist, wird es halt schlecht. Sobald der Regen weg ist und die Hauswand wieder abtrocknet, wird der Link besser. Also, ja. Genau, dann ein lang verfolgtes Thema, öffentliche Dächer. Damit so ein Mesh-Netzwerk funktioniert, müssen sich die Knoten gegenseitig sehen. So, sehen heißt mit unter anderem Sichtlinie. Wenn man so eine Häuserreihe hat, also so zwei, zum Beispiel zwei gegenüberstehende Häuserblöcke, und da stellen die Freifunker dann halt ihre Knoten ins Fenster, sodass die Antennen sich quasi dann über die Straße sehen können, das ist schon ganz nett. Aber wenn man größere Verbindungen überbrücken will oder seinen Nachbarn zum Beispiel gar nicht sieht, weil der um die Ecke wohnt, ist es halt nett, wenn man einen Punkt hat, den beide sehen können oder den viele Leute sehen können. Und dafür sind halt Installationen auf Dächern interessant. Es gibt viele Gebäude in Kiel und ein paar davon gehören der öffentlichen Hand und da liegt es halt nur nahe, okay, die öffentliche Hand, wir machen hier ja freiwillig Sachen für die Gemeinschaft, dann könnte die öffentliche Hand uns ja mal ihre Dächer zur Verfügung stellen und da sind wir seit Jahr und Tag dran, das umzusetzen. Es läuft übrigens in 3 Städten, das ist nicht nur in Kiel, das ist genau. Kiel, das ist Lübeck und das ist Flensburg. Genau, da gibt es einmal mit den 3 Städten diesen Beschluss des Landtags zum Öffnen von Landesdächern. Das ganze Verfahren läuft seit 15. Seit 16 haben wir da den Zuschlag und haben auch Anfang dieses Jahres tatsächlich Gebäude beobachtet und da wir das alle nur in der Freizeit machen, entsprechende Anträge zum Ausbau sind halt bisher so halbfertig. Also gut. Die ganzen Berechnungen dazu, wo man da wie was hinstellt und welche Mästen uns das Land da bitte mal aufs Dach stellt etc. pp. Sind alle erledigt. Das Wording dazwischen und die Motivationsworte, warum man jetzt was wie macht, die fehlen halt noch. Wir hoffen, dass wir so Ende November da die entsprechenden Papiere auch wirklich einreichen können. Genau. Also da hatten wir, wie gesagt, die Besichtigungstermine mit Vertretern von der GMSH und die waren halt auch durchaus interessiert, dass das stattfindet und dem gar nicht so verschlossen gegenüber, wie wir das am Anfang befürchtet haben. Aber die bürokratischen Mühlen... Ja, die bürokratischen Mühlen malen halt noch. Und gut, wir hoffen, dass dieses Pilotprojekt jetzt dann auch irgendwie wirklich dann halt einfach mal wirklich entsteht, in Kiel zumindest. Ich weiß nicht jetzt genau, was in Flensburg und Lübeck da stattfindet. Die Bewegungen in Freifunk sind immer sehr individuell und sehr dynamisch, aber
Genau. Es wäre schön, wenn wir dann zumindest mal einen Standort als Pilot sozusagen ausgerüstet haben, sodass man dann diesen ganzen Vorgang einmal abgeschlossen hat. Genau, das waren jetzt die Dächer vom Land. Es gibt natürlich auch die Dächer von der Stadt. Da haben wir im Mai 2016 vom Stadtrat eine entsprechende Entscheidung, dass die Stadt doch bitte mal ihre Dächer solchen Projekten öffnen soll, nicht kommerziellen WLAN-Projekten, wie das so nett heißt. Dann sind wir der Stadt so ein halbes Jahr hinterhergelaufen, dass sie uns doch bitte mal erzählt, welche Dächer ihr eigentlich gehören. Also wenn wir irgendwo was installieren, dann müssten wir auch wissen, wo das ist. Da hat Moritz irgendwie wochenlang irgendwelche E-Mail-Adressen und Telefone mit Anfragen zugehämmert. Und die eigentliche Antwort, die man da eigentlich immer bekommen hat, war: Wir wissen gar nicht, welche Dächer uns gehören. Und dann hat mal jemand eine Informationsfreiheitsanfrage gestartet. Genau. Und oh Wunder, da gab es dann plötzlich eine Liste. Die hat dann aber auch alles beinhaltet, wirklich jeden Strom. Ja, genau. Und sowas. Also, da hatten wir lustige Effekte. Schönes Rätsel war ein Gebäude der Stadt in der Olshausenstraße. Olshausenstraße ist hier die Straße, die hier einmal quer durch die Universität führt. Und naja, wenn man da irgendwie Universitätsangehöriger ist und da jeden Tag durchläuft, dann fragt man sich halt auch, wo hat die Stadt hier ein Haus? Ne? Also war dann halt durch die Hausnummer ein bisschen eingeschränkt, aber da steht eigentlich nichts. Ne? Ja, nichts bis auf ein Wasserumverteilungswerk. Also so ein kleiner grauer Kasten mit einer Tür drin. solche Sachen sind da dann halt auch nur drin. Aber die Liste wurde dann halt in mühseliger Arbeit von einem Freiwilligen dann halt mal aufgearbeitet. Also der hat dann halt abendelang vor Google Maps und OpenStreetMaps gehangen und sich angeguckt, welche Gebäude das sein könnten. Und teilweise sind das halt auch Flächen, wo einfach kein Gebäude steht, zum Beispiel. Also, ja, da muss ja man die Liste erstmal bearbeiten. Genau, also mittlerweile haben wir da eine sehr gut aufgearbeitete Liste. Das war irgendwie Anfang Juni, als die Durcharbeitung dann da wirklich komplett abgeschlossen war. Und wir haben mittlerweile auch Leute, die sich mal um einzelne Standorte kümmern wollen, die direkt in ihrer Nähe liegen. Also da bewegt sich so ein bisschen was. In der Zwischenzeit haben wir ja so ein bisschen rumgeeiert mit WLAN und der Stadt in kommerzieller Art und Weise gesehen, insbesondere vom Oberbürgermeister mit gepusht. Und daher gab es tatsächlich im September, ist gar nicht so lange her also, diesen Jahres, einen erneuten Antrag vom Stadtrat, dass der Oberbürgermeister doch bitte mal eher in die andere Richtung schießen soll. Also da bewegt sich auch ein bisschen was. Ja, in der letzten Legislaturperiode sehr demonstrativ auf der CeBIT in Berlin angekündigtes Kielnet. Von der Zeitung Kiel. Genau. Das KN-WLAN und KN-WLAN. Das neue SH-WLAN. Genau. Ja, naja. Genau. Dann haben wir letztes Jahr ja schon mal darüber geredet, dass wir jetzt einen Verein gegründet haben, den Offenen Netz in Nord, der halt explizit öffentlicher Ansprechpartner für Freifunkprojekte in Norddeutschland sein soll, auch eine juristische Person für Verträge darstellt, die man halt zum Beispiel abschließen muss, wenn man auf irgendwelchen Dächern irgendwas installiert. Halt auch der Halter von dann dementsprechend abzuschließenden Versicherungen ist. Und ja, wir haben den explizit als nicht gemeinnützig konstruiert. Zum einen hatten wir halt keine Lust, jedes Jahr diese Gemeinnützigkeit wieder, beziehungsweise nee, alle zwei Jahre ist das, die Gemeinnützigkeit wieder neu zu begründen. Zum anderen ist das so ein bisschen schwierig, wenn man Leuten dann aus gespendeten Mitteln mal Sachen schenken will. Also keine Ahnung, ich habe hier irgendwie eine Einrichtung für Flüchtlinge. Und da will ich jetzt einfach mal aus gespendeten Geldern 10 WLAN-APs hinwerfen. Und die quasi schenken. Und das geht halt nicht, weil im gemeinnützigen Verein ist alles, was der Verein kauft, halt Teil des Vereinsvermögens. Und man muss dann eigentlich tracken, wo die Sachen sind. Und das wollten wir nicht. Insbesondere, weil die Gemeinnützigkeit von sogenannten Freifunkvereinen halt immer noch ein Grund zur Diskussion ist. Also es gibt da so ein paar Vereine, die das geschafft haben, bei ihren Finanzämtern diese Gemeinnützigkeit durchzubekommen, aber in der breiten Masse ist das eher weniger der Fall. Das Thema ist ja so hochgespült worden, dass tatsächlich sogar der Bundesrat sich damit beschäftigt hat und aber halt immer noch keine richtigen Entscheidungen vorliegen. Ja, man wird sehen, wo die politischen Mühlen da malen oder was sie dann produzieren. Gar nicht mehr ist es durch.
Und dem ist, ja, nachdem es ja vor der Wahl nicht mehr neu in den Bundestag gegangen ist, wird das dieses Jahr nicht mehr beschlossen werden können. Und da gibt es ja diese Diskontinuität, also dass es nicht fortgesetzt wird mit einer neuen Legislaturperiode. Und das heißt, es muss nächstes Jahr erneut eingebracht werden, muss durch den Rat und dann irgendwann wieder im Bundestag. Also wir fangen wieder bei Null an. Ja gut. Naja, nicht ganz bei Null. Das ja, wir können ein neues Datum aufladen. Ja, gut. Genau. Genau, also wer gerne Freifunk in Kiel und in ganz Norddeutschland unterstützen will, kann man so ein bisschen auch, wenn man Spenden einreicht, spezifiziert, Spenden einreichen. Entsprechende Kontonummer etc. pp. Findet ihr auf offenenetz.nord.de. Ja. Ist das ausreichend? Gut. Ja, dann haben wir eben schon so ein bisschen immer zwischen eingestreut, so die politische Landschaft. Da gibt es natürlich auch ein paar Entwicklungen. Also wir haben vom letzten Jahr zu heute Novellierung von Telekommunikationsgesetzen gesehen, die dann nochmal novelliert wurden und ich glaube dann jetzt in der neuen Legislaturperiode nochmal novelliert werden müssen. Da ist man in der ersten Novellierung, hat man zwar de facto die Störerhaftung quasi abgeschafft, aber halt das komplette Abmahnwesen, was eigentlich das Problem war, halt nicht abgeschafft, sondern das halt in dem Text zum Beschluss mal so formuliert, dass das so zu interpretieren sei. Aber das ist natürlich toll, dass irgendjemand sagt, das ist so zu interpretieren, aber im Gesetz steht dann was anderes und der nächste Richter, der sich das Gesetz anguckt und nicht die Anleitung zum Gesetz liest, der interpretiert das halt wieder neu und wenn das da nicht drin steht, dann existiert es de facto nicht. Das hat die politische Kaste dann auch irgendwann mal eingesehen und das so quasi bisschen neu umstrukturiert. Die Ausgangslage war ja auch Rechtssicherheit zu schaffen. Ja, genau. Ja. Die halt Rechtssicherheit ist halt immer noch sehr wackelig. Aber wir sind große Schritte dahin weitergekommen, dass so zu, dass es so hingedreht wird, wie man es eigentlich braucht. Nicht nur für den Freifunk, sondern auch generell für Anbieter von öffentlich zugänglichen WLAN-APs. Ja. Genau, dann gibt es immer noch die EU Radio Lockdown Directive. Ein paar Worte dazu, was das ist. Wir haben einen Haufen Geräte, die alle schön irgendwie funken. Nicht nur WLAN, auch alles mögliche andere. Und da machen sich nun Leute bzw. Gesetzgeber Gedanken darum, dass diese Netze, wenn sie für zuverlässige Kommunikation gelten müssen, natürlich auch nur mit den entsprechenden, darin zu sprechenden Protokollen benutzt werden. Und da hat man sich dann überlegt, ah ja, wäre ja schön, wenn diese Protokolle, die werden ja von Software implementiert, wenn wir die Software mal reviewen könnten. Und dann machen wir so ein Zertifizierungsprogramm, wo die Hersteller dann mal ihre Software einreichen und jedes Mal halt verifizieren, dass die Software auch wirklich das tut, was im Protokoll beschrieben ist. Also das alles ordentlich implementieren. Und damit das dann nicht irgendwie einfach nur zertifiziert ist, müssen die Leute dann halt auch dafür, also die müssen ja dann auch dafür sorgen, dass nur der zertifizierte Kram halt auf der Hardware läuft. Und dafür verpflichten wir die Leute mal, Hardware-Logs einzubauen, damit nur die entsprechenden zertifizierten Software-Updates da dann mal eingespielt werden können. Es gab natürlich entsprechend einen großen Aufschrei bei der FSFE und anderen Gemeinschaften, die sich mit freier Hardware beschäftigen, dass so ja de facto A, komplett verhindert wird, dass Leute wie wir mit der Hardware machen können, was sie wollen, und B, die eh schleppend kommenden Software-Updates für Geräte, die nicht wie von uns gepatcht werden, sondern von den Herstellern gepatcht werden, noch länger dauern. Man denke da an D-Link, die, wenn man keinen Full Disclosure fährt, dann einfach mal Patches ein halbes Jahr nicht rausgeben und dann die kleinen, also die Geräte von den Benutzern halt zu Hause irgendwie komplett ungeschützt ins Internet schauen. Also das ist halt eigentlich eine gute Idee. Eigentlich eine gute Idee, aber die Folgen daraus sind halt nicht so schön. Die Individualität geht da irgendwie zugrunde. Genau. An der Stelle ist man so ein bisschen weiter. Die entsprechende Gruppe in der FSFE, die sich da sehr redlich bemüht, auf diesen Prozess Einfluss zu nehmen, ist mittlerweile auch in den Expertenrunden der EU-Kommission als Zuhörer akzeptiert und hat da halt aber auch die Möglichkeit, mit den entsprechenden Leuten, die
da nachher die Regelungen treffen, auch zu reden. Da ist man viel hinterher. Es wurden auch ganz, also es wurden irgendwie in 5 europäischen Ländern größere offene Briefe an die Regierungen geschickt, was für Folgen das haben könnte, wenn man das so umsetzt. Die entsprechenden Gesetze, die die Direktive in Deutschland voreilig umsetzen sollten, sind gecancelt worden. Aufgrund von entsprechenden Zurufen, nicht nur von solchen freien Initiativen, sondern auch von Herstellern, die sich diesen Initiativen mit großen Pampam angeschlossen haben. Also mehr oder minder eine große Menge an Herstellern, die WLAN-APs insbesondere für den Consumer-Bereich bereitstellen, haben halt gesagt, also wenn wir das machen, dann steigen bei uns die Kosten einfach so immens, dass wir dann nachher im Endeffekt vom Markt gedrängt werden und gegen die Enterprise-Hersteller eigentlich gar nicht mehr gegen ankommen. Also das verhindert halt auch Innovativität und da stellen die sich halt entgegen. Ja, es gibt weiterhin einen Breitbandausbau. Schleppend, äußerst schleppend. Aber das Wort wird immer noch in den Mund genommen. Ja, also wir haben... Und das Band weiter. Ich glaube, wenn man so in den Archiven der Nachrichtenportale mal so ein bisschen zurückblättert, dann findet man quasi einmal alle halbe Jahre eine Aussage von irgendjemandem, irgendwelchen Politikern, dass jetzt ja wirklich jeder Haushalt mit viel Mbit, Zahl ist leicht steigend, versorgt werden soll und dass das ja Chefsache sei. Ja. So, Herr Dobrindt hat sich ja auch da relativ eindeutig geäußert, oder? Ja, genau. Also ja, es gibt auch Förderungsinitiativen vom Bund, um solchen Ausbauen da halt Förderungsmittel zukommen zu lassen. Aber die werden halt nur quasi nicht abgerufen. Also ich glaube, die einzigen, die da mal Fördermittel beantragen, sind halt die großen Firmen. Und die kleinen Firmen schrecken da einfach größtenteils vor der bürokratischen Flut, also vor den bürokratischen Mühlen zurück, die sie da überwinden können. Ja. Aber der Vorteil, also ich sag mal nicht Vorteil, aber was im Umkehrschluss passiert, und ich habe gestern noch einen Link bekommen von anderen Leuten aus Uelzen. Die Gemeinde Uelzen hat sich zusammengeschlossen und nimmt den Spaten selbst in die Hand. Und das ist natürlich auch das Schöne, dass die Gemeinden das selbst in die Hand nehmen und Glas anbieten bzw. verlegen ins Haus und möglichst viele Leute damit ins Boot holen wollen zu einem akzeptablen Preis. Und das finde ich halt eben ist auch ein kurioser Effekt, irgendwie, dass halt die Kommunen und Gemeinden das selbst in die Hand nehmen. Dadurch kommen natürlich auch wiederum Einnahmen, die wiederum für die Kommunen und Gemeinden natürlich auch wieder in andere Dinge umgesetzt werden können. Also das finde ich auch eine interessante Bewegung dazu. Ja, so. Dann Danke. Geben wir das Zepter jetzt ganz schnell ab. Ja. An wen von euch beiden? Links von mir steht Ruben, ich bin Christian, wir beide sind zwei der Betreiber, technischen Betreiber von Freifunk Nord. Freifunk Nord haben wir im Jahr 2015 gegründet mit der Idee, allen Gemeinden und kleinen Communities, die es da in Schleswig-Holstein eigentlich nur gab, eine Heimat zu bieten. Die großen Netze Hamburg, Kiel, Lübeck haben dann im ersten Schritt ganz viele Knoten an uns abgegeben. Ich klicke da mal kurz durch die Folie. Da kann man das sehen, das war schon im Jahr 2016, da hatten wir irgendwie knapp 900 Knoten. Mittlerweile sind wir fast bei 2200 ungefähr. Wenn man die Hälfte davon haben wir von bestehenden Communities übernommen, weil Hamburg genau. halt überlastet war, ja. zum Beispiel. Ja. Das war so die Idee, ich muss da kurz mal durchklicken. Genau, das war so die Idee, die hinter Freifunk Nord stand. Mittlerweile sind wir so groß, dass wir von anfänglich mal 2 Servern im Jahr 2015 mittlerweile bei 17 angekommen sind, die also die rein dafür da sind, die Infrastruktur bereitzustellen, die Webdienste, die man so kennt, was Daniel gerade auch aus Kiel erzählt hat, gibt es bei uns auch alles. Und dass wir mittlerweile so groß sind, dass wir gezwungen sind, uns wieder zu verkleinern. Also wir werden jetzt in der nächsten Zeit, das haben wir jetzt vor knapp einer Woche, 2 beschlossen, Freifunk Nord auf die Basis eines Vereins stellen. Dieser Verein wird den Betrieb der Infrastruktur übernehmen. Das heißt, er wird dann auch als Vertragspartner gegenüber den Hosting-Providern auftreten und kann sich dann schön aufgrund § 8 TMEG-Gesetz auf den Durchleitungsparagrafen berufen. Was letztendlich denjenigen, der derzeit den Hauptteil der Server finanziert, rechtlich aus der Schussbahn nimmt. Da haben wir nämlich den großen Vorteil, dass wir auf den Servern direkt ausleiten können. Wir brauchen kein VPN machen und wir haben
eine ordentliche Struktur dahinter, die sich um Abuse und sowas kümmern kann. Das ist so in der Timeline für die nächsten paar Monate. Um ein bisschen aus der Vergangenheit zu erzählen, wir haben in den letzten Monaten das Netz komplett umstrukturiert, wir haben uns modernisiert, wir haben auf ein neues Routing-Protokoll umgestellt, wir haben auch diesen Schritt auf ein neues Mesh-Protokoll gemacht, einfach um mehr Geräte zu unterstützen, um das Netz letztendlich moderner und auch schnell zu halten. Schnell ist auch der Grund, warum wir uns jetzt wieder verkleinern wollen. Wer sich mit Freifunk so ein bisschen beschäftigt, wird sehen, dass die Netze, die wir bauen, auch wenn wir sagen, kommt alle zu uns, macht mit, technisch gesehen möglichst klein sein müssen, damit sie schnell sind und damit der Nutzer, möglichst genau, und damit der Nutzer, der mit seinem Handy irgendwie auf YouTube gehen will, auch das ordentlich kann. Deswegen werden wir uns verkleinern. Wir werden so ganz viele kleine Netze bauen für die Regionen in Schleswig-Holstein und mittlerweile sogar Niedersachsen. Also wir haben uns nach links ausgedehnt bis fast nach Bremen und nach rechts würde ich jetzt schon fast Rügen sagen, aber da ist so die Grenze in der Nordheide, im rechten Rand von der Nordheide. Das ist so ein bisschen rechts von Hamburg, kann man sagen. Also ursprünglich war es mal gedacht nur für Schleswig-Holstein. Mittlerweile fassen wir fast fünf Bundesländer. Alles nur mit diesem Nordnetz ab. Es gibt so ein paar interessante Orte. Über Burg hatten wir letztes Jahr schon ein bisschen was erzählt. Burg ist eine kleine Stadt im Region West-Schleswig-Holstein, die sich innerhalb von nicht ganz zwei Jahren von nichts zu fast 400 Knoten gemausert haben. Mittlerweile ist die Nordheide, das ist der Punkt, der ganz unten drauf steht, relativ interessant bei uns, sind auch wieder knapp 400 Knoten, die wir wahrscheinlich als erstes ausgliedern werden, weil es da jetzt Leute gibt, die technisch das Netz selber weiter betreiben können. Dazu hatte ich schon was erzählt. Wir haben mal angefangen mit 2 Servern. Mittlerweile sind wir bei 17, wenn man die ganzen Server, die so Webseite machen und sowas noch mit dazu zählt. Wir haben im letzten Jahr so ein bisschen Finanzprobleme gehabt. So ein bisschen ist gut, rege Finanzprobleme, die wir nach einem großen Spendenaufruf zum Glück lösen konnten, so dass wir mittlerweile auch community-übergreifend, zum Beispiel aus Gütersloh, Hardware erhalten haben, die uns Server bereitstellen. Und danke an alle Dauerspender, die das hier vielleicht irgendwann mal sehen werden. Dank dieser Leute das Netz auch sicher weiter betreiben können. Kommt da noch eine Folie? Genau. Wenn... Gibt es noch Fragen? Genau. Ich habe mal so eine technische Frage. Also die Nutzer im Netz, theoretisch kann man sich von einem zum anderen kontakten. Wenn man das zu einem anderen Netz will, dann geht das nur über das Internet. Oder inwiefern anderen Netz? Ich glaub, andere Community. Also wenn jetzt aus Nord nach Hamburg... Also es gibt ja Nutzer, kann sich da nicht direkt... Also nicht direkt. Also es gibt da eine Möglichkeit, das heißt Intercity VPN. Und das ist eine deutschlandweite Bemühung, alle Freifunk-Communities untereinander auch zu vernetzen. Ist ein bisschen schwierig zu konfigurieren und mit Problemen behaftet. Im Moment funktioniert es gerade nicht. Aber es gibt da Ansätze, auch von Freifunk Nord-Knoten zu Freifunk Kiel-Knoten sich verbinden zu können. Also um da komplett autark zu werden vom restlichen Internet. Noch andere Fragen? Denke, keine. Dann erstmal in der Nähe der Kaffeemaschine. Vielen Dank an die vielen Helfer hier heute und vielen Dank für euer Ohr und wir hoffen, wir sehen euch dann nächstes Jahr wieder oder gleich unten am Stand.